Ich bereite heute für Sie einen klassischen Gänsebraten zu. Und attestieren wird mich Thomas. Er ist ambitionierter Hobbykoch bei dem Gänsebraten. Und er ist ja schon ganz aufgeregt und ganz gespannt, wie Ja, der Profi diesen Gänsebraten macht. ich bin da wirklich gespannt, weil man hat immer so ein bisschen Panik davor. Also ich so als Hobbykoch, so eine Gans machen, da liegt ja eine Herausforderung drin. Ist das berechtigt oder ist das nicht berechtigt? Naja, gut, ich werde es zeigen mit ein bisschen Erfahrung und Aufklärung, wie man so dahin geführt wird, wie so ein Gänsebraten wird. Glaube ich, wird es ganz gut werden. Und ich habe mir da auch wirklich eine neue Technik in der Form entwickelt, dass wir eben die Gans jetzt ausnehmen. Wir werden sie Ja. füllen, wir werden sie würzen und werden sie dann nicht ringsum schon scharf anbraten, wie in den klassischen Rezepten, sondern wir werden nachher hier ins Wasserbad, werden wir eben Wasser geben, stellen das unten in den Backofen rein und unsere gebundene Gans, gewürzte Gans, setzen wir dann auf den Rost und dann bleibt die bei 110, 120 Grad Ofentemperatur zunächst mal für 3 Stunden in dem Und Ofen. hat noch Feuchtigkeit durch das Genau, Wasser, ne? die bekommt Feuchtigkeit durch den Dampf, durch das Wasser, bleibt dadurch sehr saftig und im letzten Finishing, in den letzten 20 Minuten, werden wir dann den Ofen auf 240 Grad erhitzen und werden die ganz richtig schön kross machen und dann sehen wir, dass es gar nicht so schwierig ist, wie es klingt. Ich bin gespannt. Wie kann ich helfen? Was kann ich machen? Sag mir. Ja gut, ich nehme die Gans aus und du kannst mir schon mal hier, ich schneide mir schnell einen vor, die Bratäpfel würfeln und gleichermaßen die Zwiebeln schälen und nachher auch würfeln. Und das dürfen also ruhig grobe Stücke sein. Okay. So in etwa in der Größe. Wir können es vielleicht nochmal durchschneiden. Und die Füllung, die gibt natürlich dem Gänsefleisch von innen heraus auch eine wunderbare Aromatisierung Okay. schon. So, Na, das machen wir jetzt mal so. das kriegen wir hin. Prima. Danke. Die Zwiebeln nachher auch, Auch so. zwar ist nicht geschält, aber im Prinzip gleichermaßen in die Größe einfach mal vierteln und dann nochmal durchschneiden. Ja, So, super. okay. Das ist kein Problem. So.